Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. Es geht ja nur ums Geld. Aufgeschlagenes Eiweiß und Zucker. Sau ungesund, aber sau lecker. Das ist so komplex, das Thema Backen. Da geht unsere Energie hin. Seit 3 Jahren sind wir in Krisenmodus. Immer eine neue Krise jagt das Land. So. Energiekosten, Inflation. Ich weiß auch halt nicht, wie viele Bäcker das tatsächlich überleben werden. Jetzt werden die einzelnen Schnecken nochmal eingedrückt. Also die Abläufe müssen stimmen und die Qualität. Das ist sein Leben. Ja, er liebt das, das ist seine Leidenschaft, oder? Ja. Um 1 Uhr morgens beginnt im Café Luise in Hamburg-Fuhlsbüttel die Arbeit. Inhaber Heiko Fehrs übernimmt die Frühschicht. Zurzeit kämpft er an allen Fronten. Das Hauptproblem ist eigentlich bei mir persönlich jetzt auch Personalmangel, ne? Also im Verkauf gerade. Ne, wir zahlen ja auch schon weit über Tarif hier. Jetzt erhöhen wir nochmal den Lohn, was wir eigentlich normal nicht machen würden in dieser Situation, weil alles steigt. Materialkosten steigen, verdoppeln und verdreifachen sich, Energiekosten explodieren regelrecht, ne, und so weiter. Früher hatte er als Foodmanager einer Kaffeehauskette gutes Geld verdient. Aber Heiko Fehrs wollte sich unbedingt selbstständig machen. Vor 14 Jahren erfüllte sich der Bäckermeister mit diesem Kaffee einen Traum. Inzwischen gehören ihm 3 Filialen in Hamburg mit 45 Mitarbeitern. Wir arbeiten ja sehr hochwertig, also nicht mit irgendwelchen billigen Margarinen oder so. Und Butter, alles was mit Milch zu tun hat, ist derartig teuer geworden. Das ist der Wahnsinn, ne? Sie haben früher für ein Kilo Butter 4 Euro noch was bezahlt, jetzt sind wir bei fast 10 Euro, ne? 1,5 Tonnen Butter braucht er im Monat. Und das ist ja auch so diese Geräte, die wir hier überall haben. Das ist ja richtig, wir haben ja wirklich hohe Stromverbräuche, dadurch hast du ganz viel mit Semmeln im Ofen, sag mal, ne? Ofen, Tiefkühltruhe und ein sogenannter Gärunterbrecher verbrauchen die meiste Energie. Da wir sehr viel mit Kälte und Wärme arbeiten, ne? Für den 52-jährigen Bäckermeister lohnt sich die Arbeit gerade noch. So schlechte Rahmenbedingungen wie jetzt hatte er noch nie. Also ich habe jetzt hier Stromkosten im Monat von 5.000 Euro. Wenn das sich verdoppelt, ist das schon 10. Also wenn das sich nur verdoppelt, ist das schon ganz grenzwertig, ne? Das soll sich ja mehr als verdoppeln, ne? Dazu kostet ihn das Gas noch mal 2.000 Euro im Monat. Aber im Dezember läuft dieser alte Vertrag aus. Also müssen wir die Preise erhöhen. Ne? Verlieren wir Kunden, das ist wahrscheinlich, ne? 6 Tonnen Rohstoffe verarbeitet er pro Woche. Obwohl die Kosten steigen, setzt Heiko Fehrs weiter auf traditionelles Bäckerhandwerk. Keine Vormischungen, keine Konservierungsstoffe. Er verkauft im Café Luise grundsätzlich nur, was ihm persönlich auch schmeckt. Ja, das machen wir halt alles auch noch selber. Ist natürlich sehr arbeitsintensiv. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sowas aus dem Karton kaufen von der Industrie, ne? Und aufpacken und dann abbacken, ne? Das ist genau wie bei Laugengebäck, ne? Laugengebäck wird natürlich auch sehr gerne zugekauft. Machen wir auch alles selber, ne? Gehen wir mal unten runter zu unserer Konditorin. Im Keller befindet sich die Konditorei. Aber jetzt musst du dir zeigen, was du drauf hast hier. Das ist Gesellenprüfung, Vorabspiel. Fabienne ist im 3. Lehrjahr. Als Bäckergesellin wird sie etwa 2.300 Euro netto verdienen, plus Nachtzuschlag. Die Marzipan-Sahnetorte soll nachher in der Auslage stehen. Wenn ich zum Beispiel zu viel Druck verwende oder hier gegen drücke, dann könnte Unebenheiten oder das könnte komplett so ein Loch bekommen. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Süße Dinge wie Rührkuchen, Kekse und Biskuit werden bei Heiko Fehrs alle mit Dinkel hergestellt. Er geht nochmal den Backzettel durch, wie viel Ware wohin muss. So. Bleche sind 10 Bleche. Plus 10, 11. 11 Bleche plus 4. Den Zettel hat seine Frau geschrieben. Sie organisiert den Verkauf in ihren 3 Geschäften, die alle Café Luise heißen. Streusel,
Moon, Cheesecake, Apfel. Fabienne? Ja? Der Cheesecake auf der Fensterbank? Für wen ist der? Winterhude. 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 Ja. Inzwischen ist es 16:30. Stefan ist als Fahrer fest angestellt. Er pendelt zwischen den Filialen. Hier im Erdkampfsweg in Fuhlsbüttel ist die Konditorei. Die süßen Sachen bringt er jetzt in die Bäckerei nach Winterhude. Dort werden die Brötchen und Brote hergestellt, die er gerade geliefert hat. Insgesamt produziert Heiko Fährs täglich 3000 Brötchen und 600 Brote. Moin. Moin. Oh, sieht ja gut aus. Der Bäckermeister sucht vor allem Personal für den Verkauf. Dort arbeiten zwar 30 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit, aber 10 Leute könnte er noch zusätzlich gebrauchen. Auch für seine gute Stube direkt nebenan. Seit 2 Jahren ist sie geschlossen. Ist das der richtige Schlüssel? Natürlich nicht. Erst wegen Corona und nun wegen Personalmangels. Ja, das ist unser Café, ne? Die gute Stube. Da war unser Café. Schon traurig. Vor allem, wir müssen die Miete auch noch weiter zahlen, ne? Jetzt haben wir jeden Monat, ne? Fleißig. Da gibt's keinen Nachlass. Und jetzt haben wir die Leute, die wir noch aus der Café-Truppe haben, die brauchen wir halt im Verkauf, weil wir im Verkauf zu wenig Leute auch haben. Also wir haben echt im Verkaufsbereich, wie alle Firmen fast mittlerweile, ein großes Problem, ne? Und da meine Frau überall auch im Verkauf hin und her springt, überall mitarbeitet, könnte sie das gar nicht steuern. Sie macht das ja, organisiert das ja alles. Und das würde sie, glaube ich, auch, das wäre zu viel für sie, glaube ich, auch, ne? Es entwickelt sich langsam zum Lager. Na? Um 6.30 Uhr öffnet das Café Luise in Fuhlsbüttel. Schönen Tag. Noch hat der Chef nicht Feierabend. 2-3 Stunden Büroarbeit warten auf ihn noch in der Winterhuder Filiale. Erst danach geht's ins Bett. Sie können auch schon reinkommen. Alles gut. Heute hat auch Nils Frühschicht. Er verdient sein Geld als Grafiker, Fotograf und hier im Verkauf. Noch einmal separat, 2 Sesam, 2 Schuster. Das war's wieder. Außerdem ein Hund. Danke. Ich kaufe seit langem hier bei Luise. Die wohnen in der Stadt auf der Stadt. Ja. Und ja, die schöne, die Qualität ist super. Nette. Die Dame kenne ich schon lange. Ja. Und ja. Man ist zu Hause, mehr oder weniger. Und auch an der Kasse wird dann natürlich über sonst was, weiß ich, geredet. Über Gott und die Welt und Politik und puh. Also ist nicht nur ein Schnack. Was ich immer wieder erstaunlich finde, wenn man hier in der Schlange steht, die Leute begegnen sich in der Schlange und sagen, Mensch, dich habe ich ja lange nicht gesehen und fangen dann an, untereinander sich mal wieder auszutauschen. Und das sind echt immer lustige Begegnungen. Und dann merkst du doch, der Laden verbindet. Nicht nur uns mit den Kunden, sondern die Kunden auch miteinander. Genau das macht den Familienbetrieb aus. Man kommt leicht ins Gespräch und fühlt sich im Stadtteil zu Hause. Der nächste Tag, morgens um 2 Uhr. Heute arbeitet Heiko Fährs in seiner Bäckerei in Winterhude. Hier stellt er mit seinem Team die Brötchen und Brote her für alle 3 Geschäfte. Morgen. Dieses Café und die Bäckerei hatte er vor 3 Jahren eröffnet und dafür eine halbe Million Euro investiert. Jetzt muss er die Kredite abbezahlen und gleichzeitig hohe Rohstoff- und Energiekosten tragen. Ein finanzieller Kraftakt. Sein Geselle Martin bereitet schon die Roggen-Dinkelbrote vor. Wir wiegen immer einen Tag vorher alles ab, die ganzen Rezepte, damit man morgens nur noch die Hefe und den Sauerteig mit hier ins Rezept tut, in den Teig. Insgesamt 15 Brotsorten produzieren sie. Heute arbeitet auch Azubi Fabienne in Winterhude. Sie mag aber lieber Süßes herstellen, in der Konditorei. Ihr Chef kämpft sich gerade bei minus 18 Grad durch den Froster. Die Cafés brauchen neue Franzbrötchen. Von dem Plundergebäck produzieren sie täglich bis zu 1000 Stück. In seinem gasbetriebenen Etagenofen ist dafür viel Platz. 10 Quadratmeter Backfläche.
Ja, ich müsste eigentlich weniger machen. Ich müsste eigentlich mehr ins Büro. Das kostet uns gerade richtig viel Geld. Dass ich nicht im Büro bin. Aber ich habe zu wenig Leute, um das machen zu können. Ich muss ja alles dokumentieren, ich muss ja die Kosten im Auge behalten. Ware einkaufen, Preise kalkulieren. Dafür brauche ich Zeit, ja. Die habe ich ja nicht. Er liefert seine Backwaren auch an andere Cafés. Und Büros bekommen von ihm belegte Brötchen. Oh, pass auf. Mit dem Schieber ist mal gefährlich, ne? Gibt schon Tote, wenn die hier in der Schieber gelaufen sind. Ofenmann hat immer Vorfahrt. Ofenstaub und Mehl setzen sich an seiner Kleidung fest. Deshalb sind seine T-Shirts ständig schmutzig. In seiner Bäckerei achtet Heiko Fährs aber penibel auf Hygiene. Hier in Winterhude kann er den Gastrobereich noch offen halten. In Fuhlsbüttel hat heute Morgen ab 3 Uhr Bäckermeister Tim Schnau die Verantwortung. Der 31-Jährige ist die rechte Hand vom Chef. So, wir fangen morgens an und backen erstmal. Wir haben ja unsere Gärunterbrecher. Hier ist alles vorgegart soweit. Wenn wir die Tagesproduktion fertig haben, dann geht es an die Vorbereitung für die nächsten Tage. Hier im Erkampfsweg machst du dann halt Franzbrötchen, Streuselschnecken, Schokofranzbrötchen, Croissants, alles Mögliche, was süß ist. Tim hat mit 16 Jahren seine Bäckerlehre begonnen, beim besten Freund von Heiko Fährs. Anschließend fing er als Geselle im Café Luise an und machte dann noch seinen Meister. Dann war ich so ein bisschen ziellos und danach ging es dann aufs Kreuzfahrtschiff und habe ich da gebacken. Dann war ich auf der ganzen Welt einmal zu Besuch. Habe mir das Ziel gesetzt, auf der ganzen Welt zu frühstücken. Hat funktioniert. War schon geil. Also viele Strände gesehen, viele Häfen, viel Elend leider auch, aber das bleibt halt nicht aus. Mittlerweile arbeitet er schon wieder 6 Jahre hier und er schätzt den zeitlichen Rhythmus seines Berufes. 11 Uhr morgens, Feierabend, dann schlafen und nachmittags viel Sport. Klettern an künstlichen Wänden ist sein großes Hobby. Das ist halt so das Schöne, wenn man in so einer Kleinbäckerei arbeitet, dass man halt wirklich Wechsel hat. Oder auch die Möglichkeit hat, auf verschiedenen Posten zu arbeiten. Hier ist halt alles ein bisschen feiner. Es ist alles nicht so. Mit der Hude hast du eher grobere Arbeiten. Hier in Fußbüttel musst du alles so ein bisschen genauer machen, so ein bisschen feiner, so ein bisschen. Ich sag immer Schmierkram dazu. Tim macht sich Gedanken über die Zukunft seiner Branche. Speziell um die kleineren Bäckereien mit ihrem traditionellen Handwerk. Es wird alles nicht einfacher werden, glaube ich. Das wird alles ein ziemlicher Heckmeck und ein ziemliches Hin und Her. Gerade jetzt Energiekosten, Inflation. Ich weiß auch halt nicht, wie viele Bäcker das halt sich überleben werden. Ich komme selber aus einer Bäckerfamilie. Und mein Vater, der schließt dieses Jahr seinen Laden. Das ist so ein kleines, also ein kleines Dorf im Herzen von Schleswig-Holstein. Ich habe auch zu ihm gesagt, also er hat es mir nicht vorgeworfen, dass ich es nicht weitergemacht habe. Und ich habe zu ihm gesagt, das ist eigentlich so die beste Entscheidung, die er dieses Jahr treffen konnte. Weil letztendlich musst du nächstes Jahr, gerade als Bäcker, mit dem 5- bis 10-fachen Strompreis kalkulieren. Und das musst du erstmal auffangen. Also das ist schon, das kann ja auch, der Kunde ist nachtragend, glaube ich. Weil wenn du alles an Kunden weitergibst, dann sagt er auch immer so, Taschen sind leer. Im Betrieb sind 6 Bäcker-Azubis angestellt. Nicole ist im ersten Lehrjahr. Wieg dir mal noch mal die beiden ein. Oder wieg dir mal fertig. Du musst es nämlich auf jeden Fall ein bisschen glatter streichen. Warte. Das? Die 21-Jährige kommt aus Argentinien. Zunächst hatte sie in Hamburg als Au-pair gearbeitet. Guck mal, du kannst, wenn du hier einstreichst, zieh wirklich dran rüber. Teilt sie das besser, dass du eine glatte Oberfläche hast, dass jeder Kunde ein gleich großes Stück Kuchen kriegt. In ihrem Heimatland fand sie keinen Job. Aber mit der Bäckerlehre in Hamburg klappte es sofort. Wir haben relativ viele Lehrlinge, was eigentlich sehr gut ist.
Aber wir haben, ja, uns gehen die Gesellen so langsam aus. Und ich glaube auch, dass das noch viel schlimmer werden wird, weil viele der 60er-Generation haben halt damals Bäcker gelernt. Und die werden halt alle in den nächsten 5 bis 10 Jahren wegfallen. Und das wieder abzudeckeln, das wird jedes Handwerk treffen. Also gerade so, wo ganz viele Altgesellen zugange sind. Der Trend ging ja irgendwann einfach Richtung Studium. Und dadurch wird so ein Handwerker richtig rar werden. 16:30. Pfarrer Stefan kommt mit der ersten Fuhre. Brötchen aus der Backstube in Winterhude. Der 58-Jährige ist früher zur See gefahren. Seit 2 Jahren fährt er nun das Gebäck hin und her und genießt die aromatischen Düfte und das Zeitfenster. Im Sommer ist das eine schöne Atmosphäre. Man kriegt den Sonnenaufgang mit. Man hört die Vögel zwitschern, wenn man zur Arbeit geht. Es ist praktisch gar kein Verkehr draußen. Das ist ein angenehmes Fahren. Und ich habe mittags Feierabend und kann das schöne Wetter genießen. Ne? Viele kommen erst um 18 Uhr nach Hause, da ist der Tag schon halb gelaufen. Nachtarbeit und eine feste Beziehung, für Tim kein Problem. Jede Freundin oder jede Person lernt mich so kennen, dass ich halt nachts arbeite. Ich glaube, es kennt mich einfach niemand mehr anders, dass ich nicht nachts arbeite. Deshalb ist dann halt so. Ich mache das ja schon so lange. Es hat noch keiner groß gemeckert. Und vor allem, ich bringe was zu essen mit. Ist doch geil, oder? Die Franzbrötchen sind eine Spezialität des Hauses und belegen bei Wettbewerben regelmäßig vordere Plätze. Stefan chauffiert die Kuchen, Torten und Franzbrötchen nun ins Café nach Winterhude. Hier wird heute noch Luise aushelfen, die Namensgeberin für die 3 Cafés. Heiko Fehrs steht unter Zeitdruck. Ja, wir müssen natürlich alles rechtzeitig fertig haben. Ne? Und das muss ja alles spätestens 5.30 Uhr fertig sein, damit der Fahrer 5.30 Uhr so von Hof ran alles rechtzeitig geliefert werden. Wir haben ein paar Lieferkunden. Ne? Die wollen auch ihre Ware haben. Unsere Verkäufer müssen das ja auch alles verpacken. Die fangen an zu quaken, ja, wenn das zu spät kommt. Und das ist eine große Herausforderung. Ne? Und dass die Qualität doch stimmt. Ne? Also die Abläufe müssen stimmen. Und die Qualität. Vor Ladenöffnung muss jedes Rädchen ins andere greifen. Während Getränkeflaschen und Mehl angeliefert werden, plant Stefan schon wieder seine nächste Tour. Zu viel produzierte Ware spendet Heiko Fehrs an Foodsharing. Privatleute holen bei ihm Brot, Brötchen und Gebäck ab und verteilen sie kostenlos. Zum Beispiel in der Nachbarschaft oder in Schulen. Carina arbeitet heute im Verkauf. Die Blechkuchen mit Dinkelteig gehen immer besonders gut weg. So. Ihr Chef hat kaum mal Zeit, durchzuschnaufen. Was soll ich das abwiegen? Chef, was soll das wiegen? 600. Martin hat ein Händchen fürs Abwiegen. Das wird jetzt das neue Brot, das Urkorn mit dem Buchweizenmehl. Sein Chef hat den Anspruch, immer wieder Neues zu entwickeln. So, Chef, ein Ferment dran, ne? In welche Länge willst du es haben? Wie letztes Mal ganz gut. So. Ich war ja letztes Mal nicht da, deswegen. Ich soll das nicht so doll aufmachen, ne? So ein bisschen. So, ne? Und dann machst du das einmal so und einmal so. Aber nee, pass auf, leg die mal alle so hin. Ich drehe die um von Schieben vielleicht. Da kann man das vielleicht. Das ist die wichtigste Zutat, die Liebe zum Produkt. Ja? Ganz kurz und schmündig, weil ich muss Ofen, der klingelt. Anruf von Tim aus der Konditorei. Fangen wir am Dienstag oder Montag mit den 9 Kuchen an, beide. Beide, nehmen wir die Streusel raus, die Fruchtstreusel raus. Dafür nehmen wir dann diese Knusper-Brombeerschnitte rein und dann die Flammkuchen raus, nehmen wir die Sachenschnitte rein. Ja. Ja, beide fängst du an. Du kannst dir dann auch den normalen Streusel ausplanen, sozusagen. Nur den Baiser noch nicht, ne? Jetzt muss alles bereit sein für die Kundschaft. Denn es ist 7:15. In wenigen Minuten öffnet das Café Luise. Die Qualität hat ihren Preis. Aber für Heiko Fehrs ist klar,
Wenn die nicht mehr stimmt, hätte er gegen billigere Backketten keine Chance. Wir können jetzt nicht anfangen, auf der falschen Seite zu sparen, weil wir dann billiger produzieren, das wäre ein Fehler. Was wir machen werden als nächstes, das Sortiment straffen, wenn das da geht. Wenn wir nur die Hälfte backen der Sachen. Und vielleicht einen Tag schließen. Wegen Personalmangel. In der Backstube und in der Konditorei sind derzeit 12 Leute angestellt. Hier ist die Personalsituation nicht so dramatisch wie im Verkauf. Den Teigen geben sie viel Zeit, um ihr volles Aroma zu entwickeln. Aber jetzt sind schnelle Hände gefragt. Die ersten Kunden sind da. Viele kennt Verkäuferin Karina mit Namen. Und sie nimmt sich auch mal Zeit für Persönliches. Gehen Sie zu Greta? Nee, die ist im Kita. Schade, ich hätte ihr gerne was mitgegeben. Gehen Sie aber zu Ihrer Tochter? Ja, ja. Dann kriegt Greta schön einen Gruß von uns. Ein Laugenbrötchen. Das sieht richtig aus. Es gibt ja normalerweise nur die großen Ketten und hier ist einer noch, der backt das Brot selber. Man kann selber zuschauen durch die Fensterscheibe. Finde ich super gut. Deswegen kaufe ich hier. Es war vom Preis her etwas teurer, muss ich sagen. Aber trotzdem kaufe ich lieber hier als in den Ketten. Manchmal ist da, sagt er, ach Mensch, die Brötchen sind so klein. Da geben wir, wenn die Croissants mal klein sind, da geben wir zwei kleine für einen Preis oder so. Ja, das machen wir dann schon. Weil wir wollen ja auch, dass die Kunden zufrieden sind. Wie ist das? Ich war die. Um 1 Uhr ist Heiko Fährs aufgestanden. Und jetzt um 9 hat er endlich Zeit fürs Büro. Runterkommen wir mal müde, ne? Bisschen, ne? Also deswegen mache ich nicht keine Pause. Okay, eigentlich würde ich sagen, okay. Ja. Mama, ich jetzt 1-2 Stunden Büro und dann gehe ich nach Hause. Seine Frau Martha und seine Tochter aus erster Ehe übernehmen jetzt die zweite Schicht. Die 14-Jährige heißt Luise. Kurz nach ihrer Geburt öffnete ihr Vater die erste eigene Bäckerei. Na, morgen. Okay. Und so war schnell auch der Name fürs Café geboren. Na? Du siehst das Gewächchen. Man muss Spagat machen zwischen Arbeit, persönliches Leben und ja, immer, aber auf jeden Fall ist das nicht langweilig. Dankeschön. Und wir haben tolle Kunden, dann macht das auch Spaß. Tschüss. Vor allem in den Wintermonaten helfe ich mal gern mit, weil es da natürlich auch stressiger wird wegen dem ganzen Weihnachtsgebäck. Ja. Aber es klappt nicht immer wegen Schule, Freunde. Ja. Hobbys, ja, aber versuch wenigstens so mal, wenn Hilfe benötigt wird, bitte. Martha und Heiko haben auch eine gemeinsame Tochter, die 3-jährige Helene. Willst du ja mal das neue Brot angucken? Mit dem Aroma des neuen Brotes ist er zufrieden, aber dies ist nicht sein einziges Kriterium. Also ich finde, es müsste mehr Porn haben, ja. Ein bisschen mehr Volumen und auf jeden Fall mehr Salz. Ja, mehr Salz auf jeden Fall. Weniger Säure. Meinst du? Na gut, machen wir morgen mal ein Brot mit weniger Sauerteig. 200 Gramm weniger Sauerteig. Der Chef will noch eine zweite Meinung einholen, die seines Bäckermeisters Tim. Deshalb fährt er jetzt zur Konditorei nach Fuhlsbüttel. Ich glaube, wenn er Familie nicht gehabt hätte, könnte er 7 Tage arbeiten, 24 Stunden. Das ist sein Leben. Ja, er liebt das, das ist seine Leidenschaft, oder? Ja. Zu Hause auch. Er liest. Ich glaube, er würde sich langweilen ohne diesen Buch. Genau, ohne seinen Job würde er sich langweilen und er liebt diese Kreativität auch. Er liest immer zu Hause sehr viel, was man noch als Neuigkeiten machen kann. Ohne Partner, ob du eine Frau oder Mann, gerade egal, was, also kriegst du das nicht hin. Weil du hast 2 Bereiche, einen als nachts und einen als tags. Du hast den Verkaufsbereich, ich habe ja auch noch den Einkaufsbereich. Und du hast 2 Personalbereiche, die ja völlig verschieden sind. Du müsstest dann Leute einstellen für viel Geld. Also für kleine Betriebe ist das schwierig. Und die Leute müsst ihr auch vertrauen, das ist ja ein richtiger Vertrauensposten, sag ich mal. Da geht ja viel interner auch rüber und all sowas. Und du brauchst auch Leute, mit denen du dich austauschst. Offen auch mal über Personalprobleme und über
alles Mögliche, sag ich mal. Ne? Und das ist immer der Beste. Familie ist immer das Beste. Auch Tim gehört fast schon zur Familie. Der Bäckermeister muss wieder für Nachschub bei den Franzbrötchen sorgen. Zunächst touriert er. Das heißt, er arbeitet Butter schichtweise in den Teig ein. Wichtig ist, dass Butter und Teig ungefähr dieselbe Konsistenz haben. Dann wird das schön. Jetzt habe ich nämlich aus einer Schicht Butter 3 gemacht. Das sind jetzt 3 Schichten. Die Leistung eines Bäckers hat mehr Wertschätzung verdient, meint Tim. Also es ist halt nicht so, dass man sich das vorstellen muss wie so ein... Auf dem Arbeitsamt haben sie früher immer gesagt, du hast nichts gelernt, du hast keinen Abschluss, du wirst Bäcker, Schlachter oder Landschaftsgärtner. Das ist der reinste Humbug. Das ist Quatsch. Das ist so komplex, das Thema Backen. Nur leider wird halt in den Schulen oftmals so nicht mehr der Fortschritt der Bäckerei so gesehen. Allein durch Gärunterbrechung, allein durch Fermentation, durch Sauerteig, was man alles machen kann. Das gibt so viele Möglichkeiten. Und es ist auch so innovativ tatsächlich auch. Und vielfältig. Man hat Abwechslung, man kann süße Sachen machen. Du machst Brötchen, du machst Herzhaftes, du kannst Snacks machen. Er bevorzugt Madagaskar-Zimt. Dann wird's geschnitten. Der ist intensiver als andere. Über den Ursprung des Franzbrötchens gibt es viele Theorien. Jetzt werden die einzelnen Schnecken nochmal eingedrückt. Aber ein Bäcker aus Hamburg soll es auf jeden Fall erfunden haben, als die Franzosen im 19. Jahrhundert die Stadt besetzten. Der Chef vertraut dem Urteil seines Bäckermeisters. Tim? Ich habe was zu gucken. Bisschen mehr Salz muss rein auf jeden Fall. Wenn Tim das neue Brot gut findet, geht es in die Produktion. Boah, stumpf. Buchweizen, Gerste, Leinsaat, Weizen. Mehr Salz. Mehr Salz, ja. Weniger Sauerteig haben wir. Mhm. Bisschen Säure fertig. War lecker, ne? War echt lecker. So wird das Neue jetzt gebacken. Tim hat auch schon darüber nachgedacht, sich selbstständig zu machen. Aber in der aktuellen Situation ist ihm das zu risikoreich. Eins steht für ihn aber fest: seine Berufung. Ich habe das von klein an gesagt, ich werde irgendwann Bäcker. Und das ist jetzt seit 15 Jahren so. Und ich mache das immer noch gern. Der Bäcker ist irgendwie immer da für jeden. Man fragt gar nicht, wer steht da eigentlich. Man möchte einfach seine Brötchen haben. Okay. Tschüss, bis morgen. Tschüss, ne? Schönen Tag. 11 Uhr. Heiko Fehrs will sich jetzt erstmal hinlegen, damit er die nächste Nacht wieder fit ist. Für sein Café Luise. Warum kann es Weltmeisterschaften nicht jedes Jahr geben? Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. David hat Beweise gesammelt, um die World League zu verhindern. Die lassen sich kaufen. Wie viel wird es mich diesmal kosten? Es geht ja nur ums Geld.